Ich rufe jetzt auf den Tagesordnungspunkt 41, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz über die staatliche Anerkennung von Berufsakademien, Drucksache 19/3764 zu Drucksache 19/3561. Herr Kollege Grumbach, bitte um die Berichterstattung. Bericht für ein Gesetz, zweite Lesung für ein Gesetz über die staatliche Anerkennung von Berufsakademien. Der Ausschuss für Wissenschaft und Kunst empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU, SPD und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN bei Enthaltung von DIE LINKE und FDP den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Herzlichen Dank für die Berichterstattung. Redezeit vereinbart, 5 Minuten. Zu Wort hat sich gemeldet der Abg. Hofmeister für die CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Die hessischen Berufsakademien haben sich seit ihrer staatlichen Anerkennung im Jahr 2001 hervorragend entwickelt und bieten mit ihren vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten eine sinnvolle Ergänzung für am Studium interessierte Menschen. Über 1.500 Studierende an den hessischen BAs, Tendenz steigend, bestätigen dies. Die in Berufsakademien besondere Verzahnung von wissenschaftlicher Lehre mit beruflicher Praxis stellt sicher, dass schnell auf die Anforderungen der Wirtschaft oder von Berufszweigen im Hinblick auf veränderte Marktbedingungen oder auch neuen Technologien reagiert werden kann. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird der bisherige rechtliche Rahmen für Berufsakademien an einigen Punkten noch konkretisiert oder ergänzt. Bisherige Regelungen über Erlasse des Ministeriums finden Eingang in den Gesetzestext. So werden Qualitätsstandards für Lehrkräfte festgelegt, Regelungen für die Anerkennung und Anrechnung von außerhalb von Berufsakademien erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten getroffen, Bedingungen zur Durchführung einer Einstufungsprüfung sowie die Qualifikationsvoraussetzungen als hauptberufliche Lehrkraft einer Berufsakademie festgelegt. Das Ministerium für Wissenschaft und Kunst hatte uns mit der Einbringung des Gesetzentwurfs auch die Unterlagen der Regierungsanhörung zur Verfügung gestellt. Danke an dieser Stelle dafür. Für die CDU-Fraktion hat sich aus den Unterlagen kein Änderungsbedarf oder auch die Notwendigkeit einer zusätzlichen Anhörung ergeben. Auch die Beratungen im Ausschuss Wissenschaft und Kunst, das konnte man ja der Beschlussempfehlung ein Stück weit auch entnehmen, verliefen fraktionsübergreifend doch zügig und unspektakulär. Als Fazit darf ich für meine Fraktion festhalten, dass es sich um eine sinnvolle Weiterentwicklung des bestehenden Gesetzes handelt. Daher komme ich auch schon zum Schluss. Die weitere Stärkung der Berufsakademien sowie der hessischen Hochschullandschaft insgesamt bleibt für uns selbstverständlich ein wichtiges Ziel. Und dafür werden wir auch weiter arbeiten. Ich darf Sie für heute um Zustimmung zum vorliegenden Gesetzentwurf bitten. – Herzlichen Dank. Nächste Wortmeldung, Herr Kollege May für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Das Gesetz über die Berufsakademien betrifft einen wichtigen Teil unseres Hochschulsystems, unseres tertiären Bildungssystems. Auch wenn es nicht der größte Teil ist, ist es doch, denke ich, eine sinnvolle Ergänzung, welche die Berufsakademien hier leisten. Das Gesetz ist zum Ende des Jahres zu evaluieren gewesen. Deswegen war die Neufassung notwendig. Ich möchte nur drei Punkte noch einmal herausgreifen, warum ich glaube, dass die Novelle, so wie sie jetzt gestaltet ist, richtig ist. Das Erste ist, wir setzen, nachdem wir das schon im Hochschulgesetz umgesetzt haben, hier auch die Lissabon-Konvention um. Das heißt, dass die Beweislast umgekehrt wird, wenn ein Studierender eine Vorleistung anerkennen lassen möchte. Bisher ist es so, dass der Studierende nachweisen muss, dass seine Vorleistung
entsprechend gut ist. Das wird jetzt umgekehrt. Jetzt müsste die Berufsakademie nachweisen, dass die Vorleistung nicht angemessen ist. Das ist also eine wesentliche Vereinfachung für die Studierenden. Und ich glaube, dass das gut für die Mobilität ist. Und von daher sollten wir das so machen. Das Zweite ist, dass die Anerkennungskriterien noch einmal klarer gefasst worden sind, weil es für die Studierenden und für diejenigen, die sich für ein Studium an der Berufsakademie interessieren, wichtig ist, dass sie sich darauf verlassen können, dass dort gewisse Qualitätskriterien eingehalten werden. Und das Dritte ist, was uns besonders wichtig war, dass die Anerkennungsmöglichkeiten für die Berufsakademien im musischen Bereich modifiziert werden. Denn es ist ja so, dass im musischen Bereich das Fächerspektrum anders ist. Es sind sehr viele kleine Fächer zu unterhalten. Deswegen ist es für diese Berufsakademien schwieriger, sozusagen gleichermaßen einen Stock von hauptamtlichen Lehrkräften zu unterhalten, weil sie eben für verschiedenste Instrumente Spezialisten brauchen. Und von daher ist da die Möglichkeit, die jetzt da eingezogen ist, dass dort eben auch Professorinnen und Professoren von anderen Musikhochschulen dann eben dort mit einbezogen werden, eine sinnvolle Anpassung, wie ich finde. Und von daher, glaube ich, ist das auch für die BAs im musischen Bereich eine richtige Anpassung. Ja, ich komme auch schon zum Schluss. In der Ausschusssitzung ist deutlich geworden, dass alle Fraktionen zu dem Schluss gekommen sind, dass in der Regierungsanhörung der zuständige Minister die Anhörung sorgfältig ausgewertet hat und auch sorgfältig abgewogen hat. Entsprechende Nachfragen konnten zur allseitigen Zufriedenheit ausgeräumt werden. Von daher freue ich mich, dass wir heute mit großer Mehrheit, vielleicht sogar ohne Gegenstimmen, dieses wichtige Gesetz auf den Weg bringen können. Vielen Dank. Nächste Wortmeldung, Frau Abg. Wissler, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst einmal sollte man schon feststellen, dass die Berufsakademien in Hessen zahlenmäßig zumindest eine untergeordnete Rolle spielen. Das ist schon gesagt worden. Wir reden über 1.500 Studierende. Das ist der Stand von 2015. Es ist sicher eine sinnvolle Ergänzung, aber es sind auch relativ wenig Studierende. Wir haben uns im Ausschuss enthalten aus mehreren Gründen. Zum einen will ich einmal die grundsätzliche Frage aufwerfen, warum diese eigentlich privatwirtschaftlich betrieben werden müssen. Das ist mir nicht klar. Es gibt ja auch das Beispiel Thüringen, dem man folgen könnte. Die haben im Jahr 2006, so damals unter alleiniger CDU-Regierung verabschiedet, und das haben sie 2010 mit dem damaligen Regierungspartner SPD novelliert, dass die also klar geregelt, dass die Berufsakademien staatlich aufgestellt sind. Ich finde, da der Bildungsauftrag bekanntlich in öffentlicher Hand liegt, bin ich der Meinung, dass Berufsakademien auch genauso gut staatlich organisiert sein können und auch so gut bestehen könnten. Das ist die grundsätzliche Frage. Ein paar kleinteilige Kritikpunkte haben wir, warum wir auch da nicht zugestimmt haben. Da geht es um die Frage, die Formulierung in § 4 Absatz 2, dort steht, 40% des Anteils der Lehrer an der Berufsakademie soll von hauptberuflichen Lehrkräften durchgeführt werden. Ich will nur darauf hinweisen, in der Empfehlung der KMK zu den Berufsakademien heißt es, soll 40% nicht unterschreiten. Das ist vielleicht jetzt Semantik, aber ich finde schon, dass die KMK das ja als eine Untergrenze definiert hat und eben nicht als der Maßstab, der eingehalten werden sollte. Auch die Mitbestimmungsregelungen sind so nicht in unserem Sinn. Da ist ja die Formulierung, dass die Lehrkräfte und die Studierenden an der Gestaltung des Studienbetriebs angemessen beteiligt werden sollen. Da ist unklar, was das in der Praxis heißen soll, weil die Hessische Berufsakademie, die zweitgrößte staatlich anerkannte Einrichtung in Hessen, neben dem vorgeschriebenen Kuratorium nur den Akademierat kennt. Der besteht aus dem wissenschaftlichen Studienleiter, dem Leiter der Akademieverwaltung, einer Vertretung der Lehrbeauftragten, der Standort und
je einer Vertretung der Betriebe je Studienort und einer Vertretung der Studierenden je Studiengang. Ich finde, dass man da an der demokratischen Mitbestimmung doch noch ein bisschen arbeiten könnte. Ein besonderes Mitbestimmungsrecht der Studierenden in Studien- und Prüfungsangelegenheiten gibt es gar nicht. Ich glaube, dass man hier ein bisschen was auch anders machen könnte. Und natürlich ein wichtiger Punkt für uns, aber das kann man natürlich auch nicht alleine darüber regeln, ist die Frage der angemessenen Bezahlung und der tariflichen Bindung der Lehrbeauftragten. Deswegen haben wir an dem Gesetzentwurf doch ein paar Punkte, die wir gerne anders gehabt hätten, weshalb wir uns bei dem Gesetzentwurf insgesamt enthalten werden. Vielen Dank. Das Wort hat Frau Abg. Beer für die FDP-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Freien Demokraten haben immer alle Formen dualer Ausbildung sehr engagiert unterstützt. Das betrifft auch die vielfachen Anstrengungen des Landes im Hinblick auf duale Studiengänge. Ich glaube, es ist für sehr viele Menschen die ideale Verbindung von praxisorientierten, berufsorientierten und wissenschaftlichen Ausbildungsbereichen, die es ihnen ermöglicht, teilweise ja auch durch entsprechende Unternehmen gesponsert, eine hochqualifizierte Ausbildung zu machen, die wissenschaftlichen Aspekten genauso Rechnung trägt wie eben der aktuellen Praxisentwicklung in unseren Unternehmen. Das vorliegende Gesetz justiert im Hinblick auf die Berufsakademien, also einem Ausschnitt der sonstigen auch dualen Studienmöglichkeiten, an der einen oder anderen Stelle richtig. Aber auch uns Freien Demokraten sind manche Punkte aufgestoßen. Die Kollegin Wissler hat eben schon die Frage des 40-%-Anteils bei Dozenten angesprochen. Das ist ja selbst aus dem Kreis der Akademien angesprochen worden, dass dies allenfalls eine absolute Untergrenze sein sollte und dass ein wesentlich höherer Anteil, ich erinnere da z.B. mal an die Musikakademien, an und für sich als notwendig angesehen wird, um eine entsprechende Qualitätsabsicherung zu gestalten. Uns hat aber insbesondere in der Diskussion im Ausschuss nicht überzeugt, dass es nicht möglich sein soll, das Problem der Studierenden an Musikakademien zu lösen, auch die Vorteile von Studierenden anderer Hochschuleinrichtungen in deren Genuss zu kommen. Wir wissen, dass im Hinblick auf die Studierenden an Berufsakademien, die gleichzeitig eben einen entsprechenden Arbeitsplatz in einem Unternehmen haben, diese Probleme weniger bestehen, weil die entsprechenden Beiträge zu Krankenversicherung oder Ähnlichem eben vom Unternehmen übernommen werden. Das ist bei den Musikakademien eben nicht der Fall. Und es hat mich nicht überzeugt, dass es nicht möglich sein soll, in Anbetracht auch gerade der geringen Studierendenanzahl. Also, das ist ja nur ein Bruchteil der 1.500 Studierenden, über die wir hier reden, hier eine angemessene Lösung zu finden, dass diese Studierenden die gleichen Vergünstigungen in Anspruch nehmen können wie sonstige Studierende in unserem Lande. Und das führt dazu, dass wir als Freie Demokraten diesen Gesetzentwurf zwar nicht ablehnen, aber uns dabei enthalten werden. Herzlichen Dank. Und die nächste Wortmeldung, Frau Kollegin Habermann für die SPD-Fraktion. Kolleginnen und Kollegen, die SPD-Fraktion wird dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in der zweiten Lesung zustimmen, ebenso wie wir dies im Ausschuss getan haben. Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass wir Gelegenheit hatten, die Anhörungsunterlagen der Regierung einzusehen. Uns ist bei dem Studium dieser Anhörungsunterlagen nichts aufgefallen, was zu substanziellen Änderungen in diesem Gesetzentwurf führen müsste. Ich will nicht noch einmal wiederholen, was die Vorredner gesagt haben betreffend der Einbeziehung von bisherigen Verordnungslösungen in das Gesetz. Das ist sicherlich eine sinnvolle Sache. Aber wenn wir heute noch einmal darüber debattieren, will ich noch einen Punkt aufgreifen, den wir auch noch einmal im Ausschuss nachgefragt haben. Es gab einen Kritikpunkt der Arbeitsgemeinschaft der Berufsakademien zum § 6 des Gesetzes, Abschlüsse und Berufsbezeichnungen. Hier wurde darum gebeten, dass die Abschlussbezeichnung Bachelor
durch denjenigen, der an den Hochschulen verwendet wird, durch die Begrifflichkeit Bachelorgrad oder akademischer Grad ersetzt wird, um eine Gleichstellung hier zu gewähren, auch in der Bezeichnung. Das Gesetz sieht zwar vor, dass dies hochschulrechtlich gleichgestellt ist, verwendet aber eine andere Bezeichnung. Das ist auch für uns ein Hinweis darauf, dass Gleiches ungleich behandelt wird. Wir haben uns aber darüber informieren lassen, dass dies auf einer Vereinbarung der Kultusministerkonferenz beruht und dass deswegen innerhalb des Gesetzesrahmens hier in Hessen zunächst hier keine Änderung möglich ist, würden aber anregen, dass man sich darüber unterhält, im Rahmen der Kultusministerkonferenz hier einen entsprechenden Vorstoß zu machen. Abschließend, ich habe ja gesagt, wir stimmen dem Gesetzentwurf zu. Ich denke, es ist wichtig, die dualen Studiengänge weiter zu stärken. Darüber haben wir hier im Hause schon des Öfteren debattiert. Ich glaube, es ist weitere Anstrengungen notwendig, um die Zahl der Studierenden nicht nur an den Berufsakademien, sondern auch den Hochschulen im dualen Studium weiter zu erhöhen, weil dieses ein Weg ist, der mit Sicherheit in Zukunft in unserem Land eine noch wesentlich größere Rolle spielen wird. Herzlichen Dank. Für die Landesregierung hat Herr Staatsminister Rhein das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist so viel Wichtiges und so viel Richtiges gesagt worden, insbesondere durch Herrn Hofmeister und Herrn May, dass ich das gar nicht ergänzen kann. Frau Wissler ist für ihre Verhältnisse ausgesprochen milde mit mir umgegangen. Verehrte Frau Habermann, Ihre Anregung nehme ich natürlich auf. Insoweit bleibt mir eigentlich nur, mich für die sehr konstruktive Art der Beratung zu bedanken. Und mit Blick auf die Frau Beer schließe ich immer ein in meine guten Wünsche und in alle meine Gedanken und in alle meine Gedanken, sodass ich insoweit vorschlage, dass ich auch mit Blick auf die Uhr und den neuen Tagesordnungspunkt einfach meine Rede zu Protokoll gebe. Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, die Aussprache zur zweiten Lesung ist beendet. Es liegen keine Wortmeldungen mehr vor. Wer dem Gesetzentwurf in zweiter Lesung zustimmen kann, dem bitte ich das Handzeichen. CDU, Grüne, SPD. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Das ist die Linke und die FDP. Da stelle ich fest, dass mit der Mehrheit des Hauses der Gesetzentwurf in zweiter Lesung angenommen worden ist und wird zum Gesetz erhoben.